Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. Es ist mal wieder Zeit für einen Quick-Tipp der Woche. Und zwar, ich sitze hier gerade am Rechner, schneide ein Video von dem neuen Faserlaser und da sind mir so einige Sachen aufgefallen, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Und zwar geht es darum, wenn wir, ich halte hier mal was in die Kamera, es ist nur ein Beispiel, das ist ein Untersetzer jetzt gerade, wo mein Kaffee drauf stand. Wenn ihr zum Beispiel auf Schiefer irgendwelche Sachen graviert und ihr wollt eure Einstellung testen, vergleichen, bin ich immer beigegangen und habe mir eine Gravur gemacht und habe mir das immer handschriftlich irgendwo aufgeschrieben, mit welchen Einstellungen ich das hier gelasert habe. Oder ich habe dort mal eben einen Krebsstreifen drunter gemacht, habe die Einstellung dort aufgeschrieben. So, nun lege ich das aber alles mal beiseite. Der Krebsstreifen löst sich, ist weg. Schon sind meine Einstellungen, die ich hier drauf gelasert habe, nicht mehr vorhanden. Oder der Zettel geht weg. Oder kommt, verschwindet irgendwie. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz einfach, ganz schnell diese ganzen Werte, die ihr benötigt, die ihr für oder euch wichtig sind, dass ihr die gleich mit auf so eine Testplatte drauf gravieren könnt, dann habt ihr die immer zur Hand, das kann nicht mehr verloren gehen. Und dafür hat Lightburn eine Funktion, kannte ich selber noch nicht lange, nutze die aber momentan sehr, sehr häufig, weil wenn ich zum Beispiel Fotos graviere, mache ich immer aus einem kompletten Foto, suche ich mir eine markante Stelle raus, wo ich einfach nur eine kleine Testgravur mache, ob meine Einstellungen gut sind. Und dann habe ich mir das eigentlich immer handschriftlich aufgeschrieben. Ich zeige euch jetzt, wie es anders geht, allerdings bei Fotos über Umwege. Aber es ist machbar. Wir wechseln jetzt einmal in Lightburn und dann könnt ihr euch das mal eben anschauen. So, angekommen jetzt hier in Lightburn, habe ich jetzt hier einfach mal, das sollte natürlich dann auch richtig geschrieben werden. So, diese Funktion kennst du nicht. Und zwar gehen wir jetzt einmal in diese Schnitteinstellung und schauen uns die Schnitteinstellung an. Alles sind nur Beispiele hier. Das werden wir jetzt auch nicht großartig am Laser machen. Ich kann euch das hier am Rechner alles so demonstrieren, weil ich sitze hier oben in meinem Büro. Ich habe jetzt hier ausgesucht den TS2 Engraver mit 20 Watt. Unsere Schnitteinstellung hier wären jetzt zum Beispiel Geschwindigkeit 20.000 mm pro Minute, 75% Leistung und wir haben 254 dpi. So, das sind die Werte, sage ich jetzt mal, die für mich wichtig sind. Ich habe hier einiges an Laser, da ist noch nicht mal alles drin. Und ich weiß nie nachher, wenn das mal irgendwie länger her ist, mit welchem Laser hast du das überhaupt gelasert. Und da kann ich euch jetzt mal eben zeigen. Wir wechseln jetzt einmal eben hier oben. Geht ihr mal auf die Hilfe und geht mal in die Online-Dokumentation. Bei mir wird die gleich automatisch übersetzt. Und zwar gehe ich jetzt einmal hier unter Variable Texte. So, Variable Textformate. Wenn wir dort einmal drauf gehen, könnt ihr sehen, hier unten steht nochmal Textformat der Schnitteinstellung. Wenn wir dort draufklicken, kommen wir hier zu einem Feld. Und zwar habt ihr hier einmal die Leer, die ihr nachher mit ausgeben wollt. Das wäre hier C und dann kommt zum Beispiel C00, C01, je nachdem. Das sind in Lightburn, Moment, in Lightburn sind das hier unten diese Nummern hier, die hier aufgeführt sind. Und das wäre diese erste Zahl. Dann habt ihr hier ein kleines S und ein großes S. Damit gebt ihr die Geschwindigkeit ein oder lasst ihr euch damit ausgeben. Ich benutze immer die Großbuchstaben, weil dann habe ich auch gleich zum Beispiel Millimeter pro Sekunde, Millimeter pro Minute, je nachdem, mit welchem Laser ich arbeite. Maximale
Leistung in Prozent. Wir haben die DPI-Zahl, kleines d oder großes d, immer wieder dann halt mit den ganzen Maßeinheiten dahinter. Und ihr könnt euch auch mit einem L zum Beispiel, wie gesagt, den Laser anzeigen lassen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt mit einem Faserlaser arbeitet, könnt ihr euch hier auch die Frequenz anzeigen, die Impulsbreite und. Ne, das könnt ihr euch alles anzeigen lassen. Wie das jetzt in Lightburn funktioniert, das zeige ich euch mal jetzt. So. Ich habe, wie gesagt, wenn wir dieses hier jetzt lasern würden, bin ich immer beigegangen. Das habe ich mir jetzt gelasert. Das ist jetzt die Vorschau und wir haben hier unten nichts. Da steht gar nichts. Ich habe mir mal ein Stück Papier genommen, aufgeschrieben, Zettel weg, weiß nicht mehr, welche Einstellung. Kommt man durcheinander. So, mit diesen Kürzeln, die habe ich mir jetzt einmal in meine Grafikbibliothek abgelegt und das sieht folgendermaßen aus. So, da zoome ich jetzt mal rein. Ich habe mir das jetzt hier so angelegt, C00, weil das hier in Schwarz angelegt ist. Und das hier ist C00. Er soll mir die Daten für dieses ausgeben. So, und ich möchte haben Speed, Power, DPI und welcher Laser. Das sind die Kürzel, die ich mir dort eingegeben habe. So, und um dieses ausgeben zu können, müsst ihr natürlich hier oben, na, Moment, ich muss da einmal eben, so, müsst ihr, wo haben wir es denn jetzt? War das da drauf? So, okay. Da markiert ihr einmal das, was ihr dort eingegeben habt und hier oben steht das normalerweise bei euch auf Normal. Da könnt ihr dann Datum, Uhrzeit und diesen ganzen Kram einstellen. Ich habe das ja schon mal gezeigt. Serienproduktion, das wäre hier zusammenführen, CSV. Und da habe ich ja schon mal ein Video von gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Aber wir brauchen Schnitteinstellung. Wenn das soweit auf Schnitteinstellung steht, dann geht ihr hier oben auf das Vorschaubild und dann seht ihr, so, was er euch jetzt gelasert hat und er sagt uns ganz genau die Maße, die wir hier eingegeben haben in den Schnitteinstellungen 20.000 mm pro Minute, 75% Leistung, 254 dpi und das ist gelasert worden mit zum Beispiel jetzt den Laser, den wir hier unten, kann ich jetzt gerade nicht wechseln, mit dem 20 Watt TS2. So, wenn ihr eure finalen Einstellungen nachher gefunden habt, könnt ihr natürlich sagen, entweder hier einfach die Ausgabe deaktivieren, dann habt ihr das hier wieder weg. Ihr könnt aber auch nachher einfach sagen, ihr markiert euch das hier und löscht euch das raus. So, das wäre einmal die eine Funktion. Was ich euch noch einmal zeigen möchte, achtet mal drauf, wie groß das jetzt hier geschrieben ist. Falls ihr teilweise nicht so viel Platz da habt, ich übertreibe jetzt einfach mal, nur dass ihr das jetzt mal seht, ich ziehe das hier jetzt mal richtig groß und gehe jetzt hier nochmal drauf, da verändert sich die Schriftgröße mit. Das könnt ihr euch dann nachher so anpassen, wie ihr das gerne haben wollt, auch wenn ihr das, ups, nicht verdrehen, ich muss selber einmal ran, einmal in ganz klein und wir gehen jetzt hier auf Vorschau, habt ihr das dort unten ganz klein mit drunter gelasert? Und ich finde, das ist eine ganz nützliche Funktion. So, jetzt mache ich mir dieses hier einmal eben raus. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe mir das hier schon mal vorbereitet, dass das nicht alles so lange dauert. Die Ausgabe werde ich jetzt einmal. So, wenn wir uns dieses Bild jetzt hier einmal angucken. Da haben wir die Schnitteinstellung mit 15.000, 50 und sowas. Ne? Wenn wir uns das hier einmal angucken, das Bild würde er uns jetzt so lasern. Das ist jetzt nur natürlich ein Vorschaubild. Wenn man näher rangeht, sieht man die anderen Sachen auch. Es sind nur Beispiele. So, das Problem ist, wenn ich zum Beispiel das probiere auf ein Bild anzuwenden, geht das nicht so einfach.
Wir haben zum Beispiel das Bild jetzt auf dem schwarzen Leer. Und wenn ich jetzt das hier auf den schwarzen Leer einmal ändere, schwarzer Leer wäre 00. Und wir gucken hier, wir haben 15.050 und wir gehen da jetzt mal drauf. Dann würde uns hier sagen 20.075 dpi, 75% Leistung. Leider funktioniert diese Funktion bei Bildern nicht. Ich weiß nicht warum. Ich werde Lightburn nochmal anschreiben, ob die das nicht auch für die Bilder übernehmen können. Ich habe das jetzt so gelöst. Ich habe das jetzt auf einem anderen Layer gelegt, auf den roten jetzt zum Beispiel. Und wenn wir dort jetzt einmal reingucken, dann sehen wir wieder, dass ich meine gleichen Daten für dieses Bild dort auch habe. Ne? 15.000, 50%, 254 dpi. Und wenn wir hier in das Bild reingucken, 15.000, 50%, 254 dpi. Und da bin ich einfach beigegangen und habe das ausgetrickst, weil ich mir den roten leer genommen habe. Wenn wir dort nochmal reingehen, habt ihr hier oben die beiden Felder und ich habe einfach auf dem roten Layer die gleichen Daten eingegeben, was ich hier in dem Bild drin habe. Ist zwar gerade ein bisschen mehr Aufwand, aber erleichtert mir das natürlich nachher beim Weglegen, dass ich alle meine Daten wieder auf meinen Bildausschnitt mit drauf habe. Und das ist das, was ich gerne möchte. Ich weiß nicht, ob das für euch zu kompliziert ist oder nicht. Ich finde, das ist eine riesen, riesen Hilfe, wenn man es kennt, wie das funktioniert. Und probiert es einfach mal aus. So, meine Lieben, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich finde, ja, das ist ein ganz netter Tipp gewesen. Wie gesagt, so eine Platte geht nicht schnell verloren. Wenn ihr da einen Zettel dran klebt oder sowas, das ist immer schnell weg. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe nachher so viele Muster auf einer Tafel. Ja, mit welchen Einstellungen waren das noch? Das sieht am besten aus. Weiß ich nicht. Also fängst du wieder von vorne an zu testen. Und wenn ich mir diese kleinen Bildausschnitte da mache und das gleich unten drunter lese, kann ich immer noch sagen, hier Kunde XY, wie möchtest du das haben? Was gefällt dir am besten? Das sind meine Einstellungen. Die kann ich so wieder übernehmen und kann wieder von vorne anfangen und mache das finale Produkt fertig. Super Sache finde ich. Ich werde Lightburn dort nochmal drauf ansetzen, dass die das eventuell nochmal ändern. So, das soll es für heute gewesen sein und ich hoffe, ich konnte euch wieder einen netten Tipp mitgeben und ich wünsche euch eine angenehme, ja, kommende Woche und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos und ich sage bis bald, ciao, euer Laserfuchs, macht's gut.